Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, ich bin auf dem Weg hier in das leere Feld der Karte und bin gerade durch eine abgebrannte, traurige, düstere Stadt geritten. Ich wollte eigentlich, dass ihr das noch seht. Guckt euch mal das Blut da. Guckt euch mal, warte mal. Oh, was? Los! Seht ihr das? Hier ist ein Wagen kaputt gegangen, Käfig ausgebrochen. Los! Pferd. Bewegung! Tot. Und da ist der Löwe, der das zu verantworten hat? Ja, scheint so. Wow, Alter. Okay, ich laufe weg. Level 40 Löwe habe ich nicht mitgerechnet. Sorry. Ich habe nämlich jetzt nicht gespeichert und ich möchte sehr, sehr gerne zu diesem Adlerfeld hin. Bin ich hier vorhin noch nicht durchgekommen? Ich bin schon Level 44. Ui. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Doch noch ein bisschen weiter, als ich dachte. Gut, Leute. Ich mache bis dahin Cut und wenn ich dann da bin, dann mache ich wieder an. Ich wollte eigentlich nur, dass ihr die Stadt seht und ja. Naja, bis gleich. So, ich bin da. Ella. Wir sind hier an einem verlassenen... Ja. Ich hätte jetzt Tempel gesagt, aber es ist anscheinend ein Lagerhaus. Ja. Da klettern wir jetzt eben noch hoch. Und machen da... Achso, da ist das gar nicht. Ist das da hinten? Das ist erst dahinter. Ah ja, ich weiß gar nicht. Ist das Ikarus immer? Ah ja, du. Ja. Unwahrscheinlich. Ich muss das immer wieder sagen, das ist wirklich so unwahrscheinlich, dass sie das überlebt, dass sie das sogar abrollen kann. Ich meine, ich liebe es, dass sie abrollt, so habe ich wenigstens überhaupt keinen Fallschaden, aber trotzdem ist das so unwahrscheinlich. Das soll ein verlassenes Lagerhaus sein. Ah. Und da auf 100... Der legendäre Palast von Knossos, in dem König Minos regierte. War das nicht der mit der goldenen Hand? Ich weiß es nicht. So, da ist eine Quest. Und hier so ein Dingsebumse. Was ist das? Hä? Fass die Truhe nicht an. Das ist meine. Sorry, Leute. Mein Hund hat gerade gesponnen. Ich bin keine Diebin. Ich wollte nur... Ich suche nach etwas Wertvollerem. Nimm das bloß zurück! Diese Ruinen sind ein interessanter Ort für ein Lager. Was führt dich hierher? Vor langer Zeit und an genau dieser Stelle hat mein Pater, der berühmte Abenteurer Nikios, das Labyrinth betreten, um den Schatz des Minotaurus zu stehlen. Ich habe draußen gewartet, als ich plötzlich Schreie und Gebrüll hörte. Und dann kamen seine Männer herausgelaufen. Seine Männer. Aber nicht Pater.
Ich muss ihn retten. Der Minotauros war ein Mann unter einer Maske. Und kein besonders mutiger dazu. Diese Narren in Pefki. Die würden einen echten Minotaurus nicht erkennen, selbst wenn er sie aufspießen würde. Aber hier liegt der Fall anders, Söldnerin. Wo ist er denn? Du sagtest, das Labyrinth läge unter uns. Genau. Es gibt da eine gruselige Falltür unter dem Tempel. Bring mich dorthin. Ich töte den Minotauros und finde deines Paters. Finde deinen Pater. Das würdest du tun? Ich töte den Minotauros und finde deinen Pater. Hab Dank, Söldnerin. Niemand hat mir je geglaubt. Beruhige dich und bring mich zum Labyrinth. Wie ist dein Name? Ardos. Nun folge mir. Der Eingang ist tief unter der Erde versteckt. Ich glaube ja, dass hier, es geht hier unter. Dieser Ort wird dich richtig aus den Sandalen werfen. Es gibt einen riesigen Raum. Und dann noch ein riesiges Loch im Boden. Und dazu eine riesige Tür. Alle reden die ganze Zeit davon, dass Theseus den Minotaurus tötete. Lügen, ich hörte ihn. Sein Brüllen wie, ein Donnergrollen. Ja, genau so. Der Minotaurus lebt und er hat Hunger. Toll. Ich bin froh, dass du vorbeikamst. Jetzt besteht Hoffnung, dass Pater dem Labyrinth entkommen kann. Den Eingang hätten sie doch wirklich nicht so tief anlegen müssen. Fast geschafft. Was haben sich diese Minoa bloß dabei gedacht? Da sind wir ja. Ist das nicht unglaublich? Ich habe schon viel gesehen, aber das ist unglaublich. Der Minotauros lebt also unter dem Palast von Knossos. Öffne die Tür. Ich muss einen Minotauros erschlagen. Genau. Verschlossen. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Du musst doch etwas wissen. Tu ich nicht. Aber die Männer, die mit Pater am Labyrinth waren, wissen es bestimmt. Ich wollte sie fragen, aber sie wollen nicht mit mir reden. Mit mir werden sie reden. Wer sind sie? Der Sammler, der Schwertfisch und mein alter Aufpasser. Mein alter Aufpasser. Ein langweiliger alter Mann. Er hat nie mit mir über Pater oder den Minotauros gesprochen. Also habe ich ihn verlassen, um die Wahrheit selbst herauszufinden. Mutig. Und der Sammler ist ein Kerl, der viele seltsame Sachen kauft. Er ist ein Händler aus Gortin. Oh, und der Letzte. Den nennen sie den Schwertfisch. Natürlich. Er ist der Anführer der Oktopusbucht. Und er ist böse. Toll. Jetzt bin ich da umsonst runter. Naja, wenigstens bringt er mich wieder hoch. Wo soll ich den Schwertfisch suchen? Ich würde sagen, an der Fischerküste in Herakleion vermutlich. Seit Jahren hat ihn schon keiner mehr gesehen. Manche glauben sogar, er sei tot. Schwertfisch? Er muss eine sehr lange Nase haben. Nein, nein. Er kann richtig gut mit dem Schwert umgehen. Und wohl auch mit Fischen, nehme ich an. Dieser Sammler, wo ist er? Er lebt in Gortin, in der Nähe von einigen roten Säulen, in einem sehr großen Haus, mit vielen Sachen. Ich habe mir ein paar seiner Schmuckstücke geliehen. Er hat so viele, er hat es gar nicht bemerkt. Hauptsache, du leihst dir nichts von mir. Von dir? Aber ich würde nie erwischt werden. Erzähl mir mehr über den alten Mann. Also, mein alter Aufpasser hat mir vor kurzem eine Nachricht gesandt, dass er mich in Phaistos treffen wolle. Wie nett von ihm. Er hat mir nie eine Frage über meinen Pater oder den Minotauros beantwortet. Darum bin ich ja weggegangen. Ich werde an deiner Stadt sehen, was ich tun kann. In der Nachricht stand, er wolle mich bei unserem alten Haus, nordöstlich von hier, in der Nähe von Phaistos treffen. Wo, sagtest du, finde ich deinen Aufpasser?
Den alten Aufpasser. In der Nachricht stand, er will mich bei unserem alten Haus nordöstlich von hier treffen, bei Festos. Ich bringe sie schon zum Reden. Minotaurus. Ach ja, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Wir haben ihn endlich gefunden. Jetzt weiß ich auch, wo die versteckt sind, die ganzen Viecher. Guck mal, er hier. Vielleicht könnten wir uns jetzt mal eben hier das Pferd ausleihen. Ich weiß zwar nicht, warum das hier rumsteht. Ich versuche immer den Kopf zu treffen. Ach, jetzt kann ich nichts mehr sehen. Komm schon. Okay. Hurra, wo ist die hingeflogen? So, die habe ich auch. Was möchte er hier die ganze Zeit von uns? Söldnerin! Was besorgt dich, alter Mann? Ich sterbe, Söldnerin. Ich fühle es in den Knochen. Doch ich muss noch etwas erledigen. Wirst du einem alten Mann dabei helfen? Ich gebe dir dafür, was ich an Geld noch habe. Ich schlage dir deinen letzten Wunsch nicht ab. Worum geht es? Ich versprach meiner Frau, ich würde sie eines Tages zum Gipfel des Berges in Zeus Kinderstube bringen, um ihr die roten Blumen zu zeigen. Dort hat man eine wunderbare Aussicht. Doch sie traf den Fährmann vor mir, Söldnerin. Ich konnte mein Versprechen nie einlösen. No. Immer kam etwas dazwischen. Verstehst du? Kinder, der Krieg und so viel mehr. Es war eine schwierige Zeit. Du gabst dein Bestes. Du bist sehr gütig, Söldnerin. Doch ich habe sie enttäuscht, leider. Nun, was genau soll ich für dich tun? Du musst für mich die roten Blumen auf dem Gipfel des Ide pflücken, damit ich sie meiner Frau geben kann, wenn ich in den Hades gehe. Ein paar würden reichen. Bring sie mir. Ich werde hier auf dich warten, Söldnerin, und mir bleibt nicht viel Zeit. Ich verstehe. Ja, einmal bitte die Karte. Ach, mein Jotni. Ach mein Gott, ach mein Gott. Ach mein Gott, ach mein Gott, ey. Guckt euch das mal an, was ich alles zu tun habe. Ach Mann, 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 Mann. Okay, ich möchte aber erst hier hin. Genau, ach, weil ist mein Handy schon wieder angesprungen. Und los. Dann noch ein... Nee, ich denke immer, ich höre mehrere Pferde, aber es ist nicht so. Ach, guck mal, wo wir vorbeireiten. Ho, ho! Na los. Du musst der Horter sein. Der Sammler. Staubsammler vielleicht. Ich bin hier wegen des Minotaurus. Des
Nein, nein, ich weiß nichts. Also ich weiß nichts über den Minotaurus. Ardos schickt mich. Er sagte, du wüsstest etwas. Ardos, der Junge. Nein, wir versprachen nie, mit ihm zu sprechen. Was du sahst, hat dich gezeichnet. Diese Narben beginnen zu verblassen. Vielleicht brauchst du ein paar neue. Nein, bitte. Ich antworte ja. Wenn du diese Bestie im Labyrinth überleben willst, weiß ich, was du brauchst. Verrate mir dein Geheimnis, Sammler. Du brauchst die Rüstung des Theseus. Nur sie kann der Bestie standhalten. Aber sie ist nicht hier, sondern in der Festung. Ich musste sie verkaufen. Meine Rüstung wird ausreichen. Nikios hielt seine Rüstung für die beste der griechischen Welt. Er hätte die des Theseus anlegen können, aber sie passte mir besser. Der Minotaurus traf mich direkt auf die Brust. Ich überlebte. Aber Nikios... Wiederhole Nikios Fehler nicht. Trag Theseus Rüstung. Was weißt du über den Jungen? Er ist Nikios Sohn. Stur. Ein kleiner Scheißer. Seines Vaters Sohn. Du erinnerst dich voll Zuneigung an ihn und doch willst du nicht mit ihm sprechen. Wenn ich mit ihm rede, hört er nicht zu. Die Wahrheit schützt uns nur vor wenigem. Du sagtest, du hättest Theseus Rüstung verkauft. An wen? An einen Befehlshaber der Festung. Er hat eine Höhle, gefüllt mit unvorstellbar vielen Schätzen. Die Rüstung ist sein Kronjuwel. Du kannst dich sicher nur schwer davon trennen. Nein, es fällt mir leicht. Die Rüstung hätte Nikios das Leben gerettet. Sie hätte den Vater des Jungen gerettet. Doch ich trug sie. Ich verdiente sie nicht. Die Rüstung verfolgt mich. Ich brauche keine Geister in meiner Sammlung. Gut, ich habe genug erfahren. Wenn Theseus Rüstung noch in der Festung ist, finde ich sie. Zu Theseus Rüstung gehören noch mehr Teile. Ich habe bisher nur zwei von ihnen. Doch eins hat man mir gestohlen. Wenn du es findest, kannst du es behalten. Aber weise den Dieb zurecht. Und zwar möglichst mit deinem Schwert. Die versteckte Höhle. Ja gut, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir sie auch direkt mitnehmen. Das durchkreuzt alles alle meine Pläne. Ich muss diese beschissene Aufgabe ja machen. Wo soll die Höhle sein? Das ist keine Höhle. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, dann sind wir den ganzen Kopf kürzer, Cassandra. Und zwar lieber... Oh. Ja, wie hätte ich den denn auch sonst besiegen können? Du kannst dich hier nicht aufhalten. Boah, die fliegen jetzt richtig weit, ne? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Höhle? Der Schatz meine ich. Hä? Bin ich jetzt doof? Ah. Das ist aber nicht die Rüstung gewesen. Ah!
Esois Rüstung. Sie ist echt. Ich frage mich, wie viele Teile von Theseus Rüstung es noch gibt. Ja, wie viele Teile wohl? Brust, Helm, Handschuhe und Stiefel. Ganz logisch. Also fehlen uns noch 3 Stück. Wenn ich schon mal hier bin... Kann ich das auch eben machen? So. Mein Pferd. Brauche dich. Na los! So. Wo muss ich denn hier? Ich muss denn da runter. Da runter wollte ich gehen. Ja. Los, machen wir das. Na los, komm. Läuft natürlich dabei durch die Stadt, aber ist nicht schlimm. Pass auf, ich kann euch schon sagen, wie das ausgehen wird. Wir müssen ja 3 von diesen Typen finden. Einen haben wir ja schon. Das heißt, wir haben den Torso gefunden, also die Brustplatte. Ja, das ist mir bewusst, danke. Ach, guck mal, das wusste ich allerdings nicht. Das habe ich die ganze Zeit übersehen. Dass man den mit dem roten Beutel töten muss und dann, dass das Kopfgeld dann weg ist. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir zu dem einen Typen. Der gibt uns dann Handschuhe, Stiefel oder Helm. Dann gehen wir zu dem letzten von den 3. Der gibt uns dann auch eins von den Teilen zur Rüstung. Sagen wir, der eine gibt uns jetzt die Schuhe, der andere gibt uns jetzt Handschuhe. Und dann hat der und der Sohn von dem Nikios, also der Ardos, der hat bestimmt dann den Helm oder das letzte Stück. So stelle ich mir das vor. Ella. Da sehe ich auch schon unser nächstes Ziel. Diese Fischer sollten etwas über den Schwertfisch wissen. Ich suche den Schwertfisch. Weißt du etwas? Verpiss dich, Malakka. Ja, das war sehr freundlich, du Wichser. Ich suche den Schwertfisch. Ich weiß von nichts. Mir fällt gerade ein versauter Witz ein. Hat ein Kumpel von mir letztens erzählt. Kommt er zu mir und sagt so, hör mal, ich bin ein Meerjungmann. Ich sag, hä? Ich sag, okay, wieso? Weil du gut tauchen kannst, schwimmen kannst und der ganze Tintenfisch hier. Nö, sagt er. Ich bin halb Mann und halb Schwanz. Und da steht hier, ich bin ein Meerjungfrauenmann. Ich bin halb Mann und halb Schwanz. Aber, das war schon wieder so dumm, dass es schon wieder witzig war. Fischer, ich suche nach dem Schwertfisch. Bist du verrückt? Findet den Schwertfisch nicht. Er findet dich. Geh, bevor man mir die Nase abschneidet. Ich hörte, du suchst einen gewissen Fisch. Ja, einen Schwertfisch. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Er ist erbarmungslos. Schneidet den Männern die Nasen ab.
Weißt du vielleicht, warum alle erschrecken, wenn ich seinen Namen erwähne? Der Schwertfisch kontrolliert Herakleon und jeden, der hier lebt. Wo ist er? Den hat lange keiner mehr gesehen. Aber es gibt Gerüchte, er kontrolliere Herakleon von einem Untergrundversteck aus. Das ist absurd. Es ist alles, was ich weiß. Wenn er so gefährlich ist, warum sprichst du dann mit mir? Ich bin alt, müde, habe keine Lust mehr, Abgaben zu leisten. Wenn du ihn erledigst, wären wir alle besser dran. Sprich kein weiteres Wort, Malaka. Ich habe Befehle. Wer über den Schwertfisch spricht, muss sterben. Ich bringe... Es werden Kopfgeld. Ja. Geholfen hat mir das jetzt aber nicht wirklich was, ne? Was ist passiert? Mein Mann wird vermisst. Er ging gestern zum Fischen nahe Anaffe und kam nicht zurück. Du musst ihn vermissen. Es geht um mehr als eine Frau, die ihren Mann vermisst. Ich fürchte, er schwebt in Gefahr. In welcher Gefahr? Piraten. Sie wurden erst kürzlich gesichtet. Ich sagte ihm, es sei zu gefährlich, aber wir brauchen das Geld, um den Schwertfisch zu bezahlen. Erzähl mir von dem Schwertfisch. Mein Mann weiß mehr über ihn als ich. Bitte, rette ihn und er wird dir alles erzählen. Erzähl mir von... Wenn die Piraten ihn haben, ist er so gut wie tot. Ich kann nicht aufgeben. Er hat ein schnelles Boot. Wenn er die Piraten sah, wäre er zur nahen Küste geflohen. Ich rette deinen Mann, aber nicht umsonst. Bitte, ich treibe das Geld auf. Bring ihn nur zurück. Ich suche nach deinem Mann. Wo fange ich am besten an? Sein liebstes Fischgebiet befindet sich bei der Westküste von Anaffe, nördlich von hier. Wenn er lebt, finde ich ihn. Verfolgen wir die Quest doch mal. Oh, wow, wow, wow. Das ist aber sehr, 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 sehr weit. Das ist wirklich... Wow, das ist richtig weit. Aber guck mal. Was wir da haben. Wir haben da schon einen Adler freigeschaltet. Schön. Oh. Uah. Ach, mir ist so warm. Ich muss gleich erstmal die Heizung ausmachen. Entdecke die Welt. Und... Ja. Ich weiß nie, wo du auftauchst, ne? Hier gibt es eine Straße. Hier ist nicht gedacht. Ist er. Oh. Ich bin bereit für dich. Deine Frau hat mich geschickt. Poseidon sei Dank. Die Piraten warten auf die Flut, um anzugreifen. Wir müssen sofort weg. Ich bring dich zurück nach Herakleon. Bin direkt hinter dir. Ohne Schiff?
Ah ne, weil wir jetzt kein Schiff haben, ist er jetzt einfach irgendwo eingepackt worden. Ach guck, oh nein, alle drei. Oh, die wollen mich doch wohl verarschen. 43, 44 und 45. Ach du Scheiße, nee. Oh. Gut, Leute, ich muss eh Schluss machen und sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. I see.